Mit der Eisener Stahlindustrie hat für die Verdenk an den 50er Jahren den industriellen Abschwung angefangen. Anfangs waren nicht Arbeiter hier aus dem Land, hauptsächlich aus dem Eisleck. Mit nur einer Zeit für die Arbeitskräfte zu verstärken, als ein ganz großes Welle von italienischer Immigrationen hier an die Mine kommt. Schau ich mir an das Sportliche rüber und gucke, was wir hier schaut, ob unsere Sendung vom FCD Verdenk 03 präsentieren. Aufhängen die mir am Training von unserem neuen Spieler. Wir hatten die Kamera auf den Pascal Bürger an den Omar Erafik gerichtet. Da kann ich seit Publicität. Und zum Schluss weisen wir ein paar Bilder von unserem ursprünglichen Spieltag am Championat, wo ein Jungen gegen Union Titus Peten gespielt hat. Viel Spaß dabei. Sobald Son sich gewissen hat, war ein Teil von unserem Nachwuchs schon draußen an ganz fleißig trainiert. Also mir gefällt doch der Moment, also ich habe am Anfang gemacht, weil ich Erfahrung wollte machen, mit kleinen Kindern zu schaffen. Und ich fand gut, das ist eine gute Konstellation mit Frauen auch zu schaffen, also mit den Damen zusammen zu schaffen. Du trainierst aber nur die kleinen Boven, haben sie nicht viele Rosen? Nein, sie sind eigentlich ganz brav, aber. Ja, meistens sind sie wirklich brav. Und das ist schön, auch mal eine Auszeit zu haben von den anderen, aber die Kleinen zu kommen, weil. Sie sehen oft Sachen noch anders, anders flott. Heute sind sie. Voll ist ein Sommer, oder? Also, ich bin einfach ein bisschen, weil du ja an einem gewissen Alter ja schon siehst, wie sie von ihnen. Da voll ist sie da oder voll ist sie nicht? Aber meistens voll ist sie schon nicht. Brauchst du es ein bisschen lang, weil der Ball ist einfach mir wichtig, wie die Null ausstreift für sie. Mehr, das geht. Nur ein paar Mal rufen, dann geht es schon. Der Guy Altmaier, Präsident von der Jugendkommission, war auch im Terrain und nicht ein paar wieder mal eins geschwärt. Ja, noch drei Monate an den Sportshallen, an der Atmosphäre von einer Sportshalle, war viel mehr länger als das hier bei uns. Ich bin froh, mit den Kindern können wir nach freier Natur und bei unserer Infrastruktur jetzt trainieren. Das ist ein Fried für die Kinder, sie können sie defilieren, das machen sie dann zweimal vor, als sie freuen sich drauf für Samstag Championatsmatch, um bei unserem Sitzheim können sie spielen. Also, kurz kleine Fußballisten waren bereit, als ein Interview zu gehen. Sie haben uns ein bisschen erklärt, wie lange sie schon beim FCD für den 03 wären, an was für eine Position sie verspielen, also weiter, also weiter. Wie lange spielst du schon zu dir für den? Schon 2 Jahre. Du warst am Goal, gefällt das da? Ja. Den Händchen, da sind die nicht ein bisschen zu groß für dich? Nein.
Den muss ein Hund so groß Händchen für den Ball können zu halten, ne? Ja. Spielst du gerne hei? Ja. Welche Position spielst du dann? 4. Hast du schon Goal geschossen? Viel. Auf wie viel? So viel, dass ich dir nicht zählen kann. Okay, merci. Wie lange spielst du schon zu dir für den Football? Ein Jahr. Du wärst dir gefallen, wie war das dann möglich? Ich weiß nicht. Spielst du gerne Football? Ja. An deinem Training haben wir ständig nicht viel mit? Nein. Wie lange sind jetzt schon zu dir für den? 4 Jahre. Zu halben. Den Training, den du an Rune hast, hast du schon gesehen, der sieht schön aus rot, mit dem ist gefallen. Ja, mega gefallen. Mega gefallen. Was tut ihr dann alles müssen machen? Training, wir machen ein paar Matcha. Mit dem Trainer auch zufrieden? Wie? Auch mit dem Trainer zufrieden? Ja. Möchtest du nicht so viel mit dir, nicht so viel laufen? Nein. Wie lange schon zu dir verdient? 2 Jahre. Was für eine Position spielst du? Ich? 4. Hast du doch schon Goal geschossen? Ja. Wir haben ein flottes Training hier draußen im Terrain. Und am Plus waren wir bei einem speziellen Training dabei, wo den Pascal Bürger mit unserem Stürmer, den Omar Erafik, eine Seance absolviert hat. C'est vraiment en relax. Hein. Tu commences ici dans l'échelle, c'est la coordination, la stabilité. Tu fais 2 pas intérieurs, tu sautes, réception, une jambe en stabilité, tu repars par là et au niveau du cône et du cône, mouvement préparatoire que je te donne à chaque fois. Vraiment relax. Un saut, stabilisation, voilà. Tu retournes, quadriceps. Tac. Juste des petits sauts. Un saut, réception, 2 jambes. Après, tu te rattrapes ici. Tu fais 3 fois en extension. Trois fois, voilà. Hop, tu reviens. Ouais. Ouais. L'étape, c'est... Donc, c'est toujours 2 impulsions. Hein. Ouais. Super, relâche. 2 fois. Pardon ? Maintenant, même exercice, toujours en latéral, mais là, tu vas le faire en petit. Et c'est bon. Tu les cantonnes, tu fais le slalom et tu reçois un 2e ballon. De moi ici, que tu frappes en 1 touche. Mais du coup, je reviens par... Tu reviens par là. Okay. Donc ici, frappe, là. Relâche, accélération, tac, tac, tac. Tu viens et je te donne une frappe, une passe ici. Mais et tu frappes coup, en 1 touche. Tu me la donnes au niveau du point de tenue. Voilà, plus vite. Ah, mais du coup, je dois monter le genou. Et voilà, le ballon devant toi. Ok, on y va, hein. Dropkick. Non, c'est pas bon. Toujours au milieu, ça. Accélération, tu contournes derrière. Slalom. Voilà, c'est mieux. Avec croisement de jambes. Donc, tu restes toujours au milieu. Tu restes toujours au milieu, le ballon devant toi, et maintenant tu fais. Hop, croisement de jambes, drop kick. Ouais. Tu cherches le coin, le reste le même. 4 fois, repos, et après on va changer par ici. Tu accélères là-dessus. Ouais, tu frappes là, tu marques, voilà. Maintenant, c'est très important que tu fasses une petite impulsion parce que tu passes, en fait, la petite haie. Donc, tu fais... Ouais. Très bien. Pas grave. Je l'avais mis... 3.
Allez, encore, quand rentre, trois ballons. Avant-dernier exercice, hein. Allez, hop. Un. Erinnere gebe ich euch auch noch an unserem Juventus-Camp 2017, den auch schon ein festes Datum am Kalender vom FCD von 03 hat. Und das wird vom 10. bis den 14. April 2017 hier auf unserem Deferdinger Stadion. Auf das sportliche Event kommen wir an unserer nächsten Emission mit ein paar flotten Bilder und Interviewen zurück. So, wir haben eine super Promo von unserem Trikot von dieser Saison. Teile bleiben natürlich schon mal XL übrig. Trikot haben 75 Euro, kannst du mir gehen erst für 45 Euro, das ist der Sport 30 Euro. Die kriegst du natürlich auch bei uns daheim, das ist bei uns um die Verdinger Terra. Ich kann dir schon mal sagen, Forza, FCD Verding 03. Mit einer Victoire von 1-0 gegen Peiting konnten die Jungen auch hier zweiten Platz am Championat verteidigen. Und dazu ein paar Bilder. Ich kann Ihnen so, am FCD Verding 03 geht Zeit sehr rum. Wir sind schon im Moment von unserer Verding 03 Channel Emission. Mir bleibt nicht ganz übrig, wie ihr ganz schön dich zu wünschen. Ich kenne euch ein Rendezvous für die nächste Emission, die den 21. April ist. Merci für's Nachgucken. Adi, bis dann.